Okay, bin wieder da. Alter, wir warten schon ewig. Tut mir leid, aber ich musste scheißen. Weiber, stand euch an! Diese Woche werden die Fetten gefickt. Ich hab einen Kran bei. Un video más, mi gente, papá. Jungs! Zum Olymp geht's da lang. Zeus! Mann, die 350 Euro müssen wir vielleicht nochmal nüchtern betrachten und uns überlegen, was da los war. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, das bin ich doch geschafft. Richtig. A ist es nicht, B habe ich noch nicht ausprobiert und C probieren wir jetzt. Eine ganz glatte Sollbruchstelle. Wahnsinn. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss meine ganze Lage warten. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich... Entspannend. Und von Ihnen bitte auch ein Ticket. Hallo. Einmal Gesicht zeigen. Hallo. Gesicht zeigen oder sonst bitte dann aussteigen, ne? Hallo. So tief kann man nicht schlafen. Ah! Was ist das denn? Am 6.5. Bruder, wie sieht denn die Milch aus, Alter? Charmota Thomas, du willst sehen, was ich mit dir machen werde. Ja, wusste ich. Herr Ritschis, du hast mich rausgenommen aus deinem Leben, hä? Du hast mich rausgenommen aus deinem Leif. Ja, husch Charmota, ja, Thomas. Wenn ich dich erwische, ja, husch Charmota, ja. Hey, Alpha Deutsch, Dings Geburtstag von meinem Bros. Allah, wie heißt du, Moruk? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Anton. Und Verschwörungstheorien? Eigentlich bin ich nicht so der Verschwörungstheoretiker. Aber in manchen Fällen, muss ich sagen, finde ich das dann doch ein bisschen strange. Vor allem, wenn ich bedenke, mein Leben, wie das aussieht. Das kann auch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und das ist ein ziemliches Scheißgefühl, weißt. So, Kaido, wollen wir weiter? Ja, perfekt. Kaido? Ui. Ah ja, okay, er heißt wirklich Ui. Ihr Schnurrer! Ganz genau, verpfeift euch! Außer dir, du bleibst hier! Liebe Schüler, dann schließen wir das Thema Winkelfunktionen ab. Mehmet, nichts mitschreiben. Was ist mit deinen Mitschriften? Ja, ich fühle mich nicht so gut. Ja. Trink mal ein Schlückchen Wasser, dann schauen wir, wie es ist. Ich kann kein Wasser trinken. Es ist Ramadan. Du machst da mit? Ja, klar. Und dann trinkst du da den ganzen Tag nichts? Also doch, also wenn die Sonne untergeht, kann ich trinken. Du tust auch nichts essen? Nein, nur wenn die Sonne untergeht. Sag mal, ich sehe doch, du
bist ganz blass. Das macht nichts. Du kannst kurz am Klo, da sieht dich keiner, trinkst du ein Schlückchen Wasser. Nein. Und damit es auch nicht deine Freunde hören, ich werde es nicht weiter sagen. Nein, also das darf man nicht. Also das musst ja wohl du wissen, aber nicht, dass dann die Rettung kommt und du sagst, ich habe dir nichts gesagt.